wir mal einen Tag als THW-Mitarbeiter hier in Notruf Hamburg und werden natürlich uns erstmal sofort hier anmelden bei dem Fahrzeugmanagement des Vertrauens. Gegebenenfalls müssen wir uns dann auch vorne an der Rezeption natürlich erstmal anmelden. So. Und wir werden natürlich hier THW-Mitarbeiter. Leider geht natürlich hier leider unsere Kleidung weg im Blau, aber wir denken uns einfach den Teil dabei, dass sie blau wäre. So, und dann holen wir uns natürlich auch erstmal ein Fahrzeug dessengleichen. Und dann waren wir erstmal so. Guck mal kurz, ob wir auch das ganze THW-Equipment am Start haben. Ich glaube, wir haben jedes THW-Equipment am Start. Können wir uns die Barken auch schon holen? Die können wir uns auch schon holen. Okay, dann auch mal ausrüsten. So, und dann werden wir jetzt erstmal auf einen Einsatz warten als THW-Mitarbeiter hier in Notruf Hamburg. So, ein Feuer ist ausgebrochen bei einer krassen Naturkatastrophe. Das heißt, wir fahren sofort los und eiern da sofort erstmal hin hier als THW. Mitarbeiter in Notruf Hamburg. So, wo ist das Feuer? Okay, da in die Richtung ist das Feuer. Oh, das ist einer auf dem Feld. Das ist ein Feldfeuer. Oh mein Gott. Da müssen... Ich verstehe das Spielbild nicht. Da kann ich nicht fahren. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt noch kurz hier geradeaus durch. So, einmal bitte durchlassen. Danke, danke. Aber ich verstehe eins immer noch nicht, Leute, warum die Leute in diesem Spiel nicht fahren können. So, dann haben wir schon mal rübergefahren. So, und gleich sind wir am Einsatzort da, hier als THW-Mitarbeiter. So, noch diesen Kreisel kehren, dann müssten wir schon da sein. Einmal hier rumfahren. So, oh, oh, okay, easy, easy. So, und hier muss das irgendwo sein. Hier muss das irgendwo sein. Hier hinten muss das irgendwo sein. Wir gucken mal. Okay, okay. Hier muss das irgendwo... Okay, das... Oh, wo ist es? Und... Ah, da ist es. Okay, wie kommen wir da hin? Ach, Leute, das ist dieser Botanikgarten ist das. Ach so. Oh, sag das doch. Sag das doch. Sag das doch. Okay, dann holen wir den Feuerwehrschlauch hier raus als THW und werden jetzt erstmal hier die Sachen erstmal hier löschen natürlich. So, erstmal jetzt hier alles... feucht machen, alles abspritzen. Das ist natürlich auch vereist auf dem Schnee hier, ist ja klar, ne, ne? So, und... Easy, easy, easy. Okay, das nächste hier. Das nächste hier. Kein Problem. Kein Problem. Dafür gibt es ja das THW, ne? Falls die Feuerwehr Unterstützung braucht, ist das THW immer am Start. Deswegen werde ich jetzt hier die Feuerwehr unterstützen als THW-Mitarbeiter und werde hier auf jeden Fall das Ding hier mal löschen. Oh mein Gott, Leute, das ist echt ein riesiges Feuer, ne? Das ist echt ein riesiges Feuer. Also hier brauche ich eigentlich noch mehr THW mit Kollegen, weil das hier schon ein sehr, 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 sehr großes Feuer ist auf jeden Fall. Oh, 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 oh. So, die Häuser brennen hier. Aber ich glaube, die müssen in einem Schlag fertig sein. Nicht so die ganzen Felder da. Das waren ja wohl vier oder sowas. Mal gucken. Nee, 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 nee. Okay, die Bude brennt trotzdem noch. Die Bude brennt trotzdem noch. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Machen wir mal den hier kurz. Zack. Oh, das ist ein ganz schön großer Brand für eine kleine Bude hier. Okay, okay, okay. Das haben wir ausgelöscht. Das nächste Feuer hier. Na, wird's kleiner? Eventuell. Ich glaube, irgendwie trägt das Feuer gerade nicht. Ah, jetzt. So. Oh mein Gott, Leute. Es brennt noch so viel hier. Das ist unglaublich. Oh mein Gott. Wir sehen uns gleich, wenn ich das Feuer hier fertig gelöscht habe, als THW-Mitarbeiter. Puh, das war ein echt riesiges Feuer. Also das hat auf jeden Fall ein bisschen sich gezogen gerade, muss ich sagen. Also wenn ihr jetzt irgendwann mal in Notruf Hamburg hier dieses Feuer bekommt, sei es als Feuerwehrmann oder als THW, dann kann ich sagen, das zieht sich wirklich extrem in die Länge hier. So, dann fahren wir erstmal wieder zurück zur Station und warten auf einen nächsten katastrophalen Einsatz, der hier gleich auftauchen wird. Oh nein, was ganz schnell passiert. Nicht ein Öl wurde auf der Straße verschüttet. Das muss natürlich die Katastrophenhilfe natürlich sofort unterstützen natürlich. Deswegen, wir sind auch gleich hier um so von der Ecke. Hier ist das Geschehen passiert anscheinend. Und einmal kurz hier reinbiegen. Und wo ist... Ah, genau hier. Wie ich mir gedacht habe. Wie ich mir gedacht habe. Wartet, Leute, ich komme mit dem Sack. Und... Komm, 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 komm. Nice. Genau so, nicht anders. So, der auch nochmal. Perfekt. Und da natürlich für das THW die beste Unterstützung geleistet, die es nur gibt hier in Notruf Hamburg auf jeden Fall. Oh, da ist gerade ein interessanter Einsatz reingekommen. Wir machen hier natürlich sofort uns zum Einsatz und fahren erstmal sofort dahin. Nämlich ein LKW hat seine Ladung verschleppt auf der Straße. Und die müssen jetzt als THW-Mitarbeiter natürlich sofort wegräumen. Ich weiß gar nicht, was wir nutzen ob eigentlich. Die Kettensäge? Ich glaube, das war die Kettensäge, die wir dafür nutzen auf jeden Fall. Das heißt, schon mal Kettensäge ausgerüstet. Und natürlich als THW-Profi ist natürlich hier um den Kreisel. Oh mein Gott. Und jetzt fahren jetzt wir mal gemeinsam jetzt dahin zum Unfallsort oder zum Unglücksgeschehen. Dieser schlimmen Naturkatastrophe, die es natürlich hier in Notruf Hamburg passiert ist. Und warum ist es eigentlich immer so weit weg, immer so weit hier hinten, fällt mir gerade auf. Okay, ich will nicht meckern, ne? Ich will nur sagen, dass es weit weg ist. So, einmal hier oben den Kreisel. Oh mein Gott, war das knapp. Einmal hier um den Kreisel rum und dann sind wir gleich schon da am Unfallsort. So, irgendwo da vorne muss jetzt sein. Das müsste jetzt genau da irgendwo jetzt kommen. Ah, genau, da ist es schon. Da ist es schon. Die Kisten. So, dann erstmal hier, dass die Feuerwehr wissen unterstützen als THW-Mitarbeiter. Und einmal kurz hier mit der Kettensäge die Strukturen hier removen von der Straße. Und dann können wir auf jeden Fall hier das hier abräumen. So, perfekt. Easy peasy. Okay, und noch hier hinten ist noch viel. Boah, hier ist richtig, der Kasten ist hier noch, Alter.
okay, okay, okay. Die sägen natürlich auch durch die Kasten, ne? Ist ja klar. So, alles noch kurz hier durchsägen. So. Ah, der Herr kommt ein bisschen spät an, nochmal du, ne? Der kommt ein bisschen spät an. So, easy. Dann haben wir das nochmal auch gemacht als THW-Mitarbeiter hier bei der Feuerwehr Hamburg. Und ein weiteres Feuer ist ausgebrochen. Damit ist es dann schnell hinterher. So, kurz die Sirene ausgemacht, auszusehen. Perfekt, jetzt geht's auch. So, und das Feuer habt ihr hier gleich um die Ecke in der Innenstadt. Einmal aus dem Weg hier bitte. Hier ist die Feuerwehr. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier wieder das Feuer mal kurz löschen, weil das ist sehr verheerend in der Stadt. Und da muss die Feuerwehr auch unterstützt werden von mir als der THWG. Oh, ja, geiler Ping wieder. Geiles RP. So, dann wird doch mal hier das Feuer gelöscht. So, fangen wir es mal an. Wie gesagt, eine sehr große Feuerstelle wieder hier in Notruf Hamburg. Aber kein Problem für den Meister, wenn es hier um Feuer geht. Denn ich bin ja vom THW. Ich helfe ja der Feuerwehr. Ich unterstütze die Feuerwehr mit meinem THW-Schlitten. Kommt natürlich auch überall ran. So, da gibt es keine Gnade, wenn oder aber. So, dann haben wir gleich hier schon den Brand gelöscht. Wir sind da ein bisschen mehr jetzt, das braucht nicht so lange jetzt. Einmal kurz da oben und dann haben wir gleich hier schon den ganzen Kram auch hier gelöscht. So, aha. So, mal das mal hier kurz löschen schnell. So, das hier nochmal löschen schnell. Perfekt. Den Baum einmal kurz hier ein bisschen löschen. Also aktuell kommen wir einigermaßen doch gut voran hier als Feuerwehrmann in Notruf Hamburg. So, noch ein paar Fenster, dann haben wir es auch endlich hier. Ja, noch ein bisschen mehr. So, perfekt. Okay, jetzt ist nach oben da das letzte Fenster. Okay, okay, perfekt. Dann hier die große, dicke Tür. Die muss natürlich auch weggespritzt werden sofort erstmal. Passt. So, sogar eine Leiter sogar raus. Oha, der ist aber ganz schön hart hier im Feeling, der Feuerwehrmann. Aber kein Problem für mich, denn ich vom THW bin natürlich sowas gewohnt hier. Deswegen, ne, ihr wisst Bescheid. Und deswegen löschen wir ganz schnell das Feuer hier. Ah, komm. Okay, das ist jetzt auch aus. Perfekt. Also das Feuer ist schon sehr groß. Aber bin ganz ehrlich, das größte Feuer bis jetzt war immer noch in der kleinen Gärtneranlage, in dieser Strebeanlage. Oh, was das war auf dem Farmfelder. Das war wirklich ein riesiges Feuer auf jeden Fall. So, letztes Feuer noch. Und dann haben wir es. Dann haben wir es. Perfekt. Und dann hat wieder der THW hier die Feuer unterstützt und hat jetzt hier auch das Feuer gelöscht. Oh. Leute, ich glaube, der Hofladen brennt. Das ist nicht gut. Da müssen wir natürlich auch als THWler auch sofort einschreiten und erstmal fett hier Umweg fahren, weil ich gerade komplett wieder blöd bin zu fahren einfach. Aber auf jeden Fall, der Hofladen brennt. Das heißt, wir müssen da schnell langfahren. So, hier die Randallelampe an, Tröte an und abfahrt das Teil hier. So, dann fahren wir mal da lang und mal gucken, ob wir hier eventuell dann hier einen Kriminellen finden. Ob wir dann hier das Feuer wieder ablöschen können und die Feuerwehr natürlich wieder unterstützen können in diesen kritischen Hitze-Wallungen-Notgebieten hier oder so. Ja, ja. Oh, da sehe ich schon das große Feuer. Leute, es brennt überall. Oh mein Gott, okay. Das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige gerade bin, aber das können wir machen. So, schnell hier den Knüppel raus. Zack, anschließen das Ding. Und jetzt schnell das Feuer hier löschen. Oh mein Gott, Leute. So, easy. Wir machen nochmal vorher jetzt nochmal hier einen Notruf über den Funk. So, nee, das ist ja nicht der Funk. Z, so, und dann Verstärkung anfordern. Zack, ich benötige Verstärkung. Schnell. So, einmal kurz hier alles löschen. Oh mein Gott, Leute, der ganze Hofladen brennt. Da kann das THW einfach nur helfen. Da kann es auch nicht zögern, nicht zu helfen. Da muss einfach eingegriffen werden. So, dann gucken wir mal. Wird das Feuer kleiner? Okay, ich habe irgendwie gerade ein doppeltes Feuer irgendwie angegriffen da drin. Auch sehr interessant. Hallo, Feuer, mal ausgehen eventuell. Ah, jetzt, okay. Jetzt geht das Feuer langsam aus. So, okay. Ich merke schon, der Laden hier, der ist ein bisschen streitig. Der wird ja wenig irgendwie gelöscht werden. Kann das sein? So, oh mein Gott, wie viel Feuer ist denn hier noch hier an dem kleinen Laden? Wie kann denn dieser kleine Schuppen hier so hart brennen? Oh mein Gott, Leute. Das ist ja unglaublich. So, auch nochmal hier die Atemschutzmaske aufziehen hier vorsichtshalber. Man weiß ja sonst nie, ne? Okay, so, jetzt hier das Dach. Das Dach bin natürlich auch noch. Das ist noch kurz noch löschen. Einsatz, aber Verstärkung ist schon am Einsatz angetroffen. Das ist sehr gut. Ich glaube, noch mehr. Hoffen wir mal, dass es hier jetzt hier schneller funktioniert. Easy, okay. Ich glaube, irgendwo war hier das Feuer. Es war irgendwo hier oben drauf, war das irgendwie. Genau, da oben drauf ist es. Ja, perfekt. Und zack. Und, na, komm. Okay, machen wir es aber hier mit. Na, komm, geh aus. Auf jeden Fall ein sehr anstrengendes Feuer hier, gerade im Einsatz und als Unterstützung als THW. Okay, perfekt. So, okay, rein da in die Bude. So, easy. Okay, kein Problem. So, ganz easy, kein Problem. Hier die Wand nochmal löschen da hinten, ganz genau. Einmal hier die Wand auch nochmal löschen, den Schrank hier.
Auch kein Problem, der nächste Schrank hier. Ah, oh, hier noch den, weiß nicht, was ist das? Lampe löschen? So, perfekt. Und schon hat das THW wieder ganze Arbeit hier geleistet. Auf jeden Fall, ja, heute ist ein guter Tag. Auf jeden Fall hat das THW hier richtig was Gutes geleistet und ist auch noch hier die große Unterstützung von der Feuerwehr.